Ja, Freunde, man ist ja schon irgendwo stolz auf das, was man so geschaffen hat hier, ne? Schön das eigene automatisierte Erntefeld und das bauen wir jetzt heute wirklich komplett fertig, bepflanzen das und dann gehen wir nochmal gucken, was in der Nachbarschaft so los ist, was der Helo so geschaffen hat und mal sehen, was so passiert ist in dieser Welt. Tag erstmal, habe ich ganz vergessen. So, wir bauen weiter, wir bauen, wir bauen, wir bauen, wir bauen. Wir müssen auf jeden Fall noch Treppenstufen bauen, die wir dann hier rein ploppen lassen. Würde ich mal so vorschlagen, um halt einfach, das gibt's doch gar nicht. Einfach schön hier wieder rauskommen können. Ach nee, ich wollte hier. Jetzt habe ich mich vertan. Gnadenlos habe ich mich vertan. Ich habe mich nämlich täuschen lassen von der leeren Reihe hier. Na toll. Papi, du bist voll doof, ey. So, das wäre der erste Streich. Dann brauchen wir Treppen. Das geht am besten mit Bruchstein. Und mit dem Bruchstein. Oh, das war zu viel. Machen wir uns mal so eine Handvoll Treppen. Ich hoffe, die reichen. Diese werden wir jetzt verbauen und verwenden. Na, das sieht doch schon aus wie gemalt, ey. Wie gemalt. Nee, das reicht doch nicht. Okay. Das müssen wir in jedem Fall noch machen. Dann brauchen wir noch Licht. Genau, wir müssen natürlich noch ausleuchten. Das werde ich auch noch tun. Das mache ich dann aber in einer der nächsten Folgen. 4, 8. Ich hoffe, 8 reichen jetzt, hoffe ich. Wir wollen ja nicht unnötig mehr machen, ne? Nicht mehr als nötig. Genau so habe ich mir vorgestellt. So, dann kannst du nämlich jetzt von allen Seiten hier reinhuppen. Und wenn das Wasser kommt, kann es auch nicht weg. Richtig? Richtig. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Alter, genau so. Und nicht anders. Freunde der Nacht. Geht doch, geht doch, geht doch, geht doch. So, pass auf, dann müssen wir einmal nach Hause toben jetzt. Denn da brauche ich Holz. Und das nicht zu knapp. Diese Half-Steps brauche ich auf jeden Fall. Damit ich damit dann oben nochmal so eine Abdeckung machen kann, dass da nicht aus Versehen beim Abernten das Getreide zumindest abhaut. So, das geben wir nochmal ab. Oh, der Eimer ist voll. Lol. Okay. Können wir das hier? Ne, können wir auch nicht abgeben. Gut, dann brauchen wir in jedem Fall, was nehmen wir denn? Birkenholz. Machen wir hell, ne? Helles Holz. Würde ich sagen. So, dann machen wir hier erstmal ordentlich Half-Steps. 60. Ja, ich würde sagen, das reicht erstmal. Dann können wir nämlich zur Not immer nochmal welche machen. Was gerade dunkel draußen. Dann können wir zur Not nämlich immer noch welche machen und dann können wir das im allerschrägsten Fall, achso, im allerschrägsten Fall fertig machen. Siehst du, und dieses mühselige Abernten, das können wir uns dann nämlich sparen. Aus dem einfachen Grund, das geht von alleine. Und dann können wir uns überlegen, was wir hier oben machen wollen. Ich gehe mal von aus, ich werde hier anbauen. Ich werde mein unteres Reich erweitern, weil ich brauche immer noch die Küche. Die habe ich ja noch nicht gebaut. Ich brauche Sitzgelegenheiten. Ich brauche ja, Möbel und so weiter. Das brauche ich alles. Meine Frau ist gerade mitten in der Kamera, in der Aufnahme drin. Ist auch schön. Gucken, ob wir das irgendwie rausgeflickt kriegen. Mal sehen. Ja, so ist das. Blub, 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 blub. So, jetzt haben wir einmal alles abgeerntet. Läuft. Dann gehen wir eine Runde pennen, damit wir die Viecher loswerden hier. Und dann geht's runter ans Feld bestellen. Ganz einfache Kiste. Ja, Haus ist immer noch eine Baustelle. Ich hoffe, wir kriegen das auch noch mal irgendwann zeitnah fertig. Wenn ihr Ideen habt, was ich wo reinbauen kann,
Immer her damit. Ich bin dankbar für jede Hilfe. Natürlich, ganz klar. Wie würdet ihr diese Hütte einräumen, einrichten? Was für Elemente etc. pp. Was? Wo denn? Ach, da unten wahrscheinlich irgendwo. So, da müssen wir uns erstmal ein Skeletor ranmachen. Dass wir den loswerden in jedem Fall und dann hoffen, dass uns nicht auch noch ein Creeper oder sowas erwischt. So, Creeper, Creeper, Creeper. Brauchen wir nicht. Die können alle wegbleiben. Ich habe nämlich echt Angst vor diesen scheiß Creepern, dass die hier alles kaputt machen, ey. Das braucht kein Mensch. So, dann könnt ihr jetzt euch hier erstmal eine Runde vermehren, natürlich. Kriegt da alle was ab. Jawohl, schön. Macht schön Liebe. Liebe, Hiebe. Genau. Habt euch alle lieb. Piep, piep, piep. Schön Ringe, Pieps mit anfassen und so. Mal immer her damit. Mit den kleinen Viechern hier. Mal immer her damit. Noch irgendwer? Alle durch? Haben wir alle? Ja, sieht so aus. Wo ist denn der Ausgang? Hallo, lass mich mal raus. Danke. Ja, das machen wir später. Ey! Das gibt's doch gar nicht. Warum tust du mir denn weh? Finde ich nicht schön. Absolut nicht. Das war unhöflich, sag ich deine Mama. So, bäh. So, jetzt machen wir hier oben drauf, hatte ich gesagt, die High Steps. Und das machen wir schön aus Holz, damit es einseitig aussieht, genau. Einheitlich ausschaut. So, und dann hier oben noch genauso, das machen wir auch noch. Damit, wenn jetzt das Wasser hier rauskommt, da nicht vor lauter Schreck die das Getreide und so weiter dann rausgespült wird, dass auch wirklich alles hier unten ankommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir das jetzt nicht machen, ist es tatsächlich so, dann fliegt das gerade da oben über die Mauer weg und dann ist schon scheiße. Und deswegen zäunen wir das mal so ein bisschen ein. Hoch? Ja, genau. Aufsammeln bitte. Danke. So. Dann machen wir dich da auch noch mit drauf. Und dann kommst du hier noch dran. Und da, wo wir das dran haben. Ha! Geilomat. Und dann können wir nämlich Hacke? Können wir hier nämlich schön das Feld bestellen. Und dadurch, dass wir hier, da siehst du, da ist Wasser drin und da ist Wasser drin, dann können wir nämlich mit dem Wasser zusammen das ganze Ding, da siehst du, wird schon dunkel. Jawohl, funktioniert. Geilomat, mein erstes selbstgebautes Maschinchen hier. Der kleine Erntehelfer von nebenan. Auch wenn Kinderarbeit verboten ist, aber hier nehme ich Kinderarbeit gerne in Anspruch. Einziger Haken ist wirklich, dass man selber hier pflanzen muss. Nun weiß ich nicht, ob es da auch noch eine Möglichkeit gibt, dass das von alleine funktioniert. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, so weit ist das Spiel noch nicht. Vielleicht kommt es mal irgendwann raus. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall kannst du hier jetzt pflanzen, was du willst. Es wird alles automatisch abgeerntet. Und ich habe dadurch schon mal deutlich weniger Arbeit. Auch wenn jetzt der Nachbar Robert tatsächlich da irgendwie mal so ein bisschen was braucht. Klar, drückt er auf den Knopf. Er muss halt nur wieder pflanzen. Das ist die Voraussetzung. Und gibt das Mecker von Ecker. Das ist nämlich scheiße. Wenn du dir was nimmst und nichts zurückgibst oder nicht wieder neu anpflanzt, dass der Nachfolger dann
das weiter benutzen kann, wenn das Feld nachgewachsen ist. Oder die Felder, wohlgemerkt. Das könnten jetzt hier zum Beispiel auch Kartoffeln oder Karotten oder Pumpkins, wie heißen sie? Kürbisse sein. Das ist egal, was sie hier anpflanzt. Es wird alles abgebaut und dann kommt das unten raus. Du brauchst sie quasi nur noch in die Mitte hinstellen und abwarten, dass es kommt. Und das ist nämlich so das Urgeniale an diesem Ding. So, als nächstes bauen wir die automatische Hühnerfarm. Dann haben wir das da ein bisschen einfacher natürlich und wir brauchen nicht allzu viel Platz und die Hühnerviecher produzieren so schneller Eier und somit haben wir dann eben auch den Vorteil, dass wir schneller wieder an Futter kommen. Und müssen nicht allzu lange warten. Das ist das Coole dabei. Nee. Oh scheiße, das ist doch kacke jetzt. Oh. Natürlich. Wir warten ja auf nichts anderes. Außer darauf, dass wir hier uns Werkzeug bauen können. Natürlich. Jetzt weiß ich gar nicht, was ist der Unterschied zwischen einer Hacke mit Metall und aus Holz. Weil die aus Holz ist ja genauso gut. Meiner Meinung nach. Also es kann natürlich auch sein, dass die aus Stahl die Hacke ein bisschen mehr kann. So schön anpflanzen. Und dann haben wir das Feld bestellt. So schimpft sich das nämlich. In einer netten Bauernregel. Siehst du wohl. Siehst du, das lassen wir jetzt schön wachsen. Und dann passt das. Man könnte jetzt natürlich auch noch, klar, das müsste man ja nicht auch noch machen, so eine Beleuchtung hier irgendwo hinsetzen. Dass das alles schön wächst, während auch wenn es Nacht ist, damit es auch einigermaßen gut aussieht. Und das machen wir auch. Wir setzen... nicht dahin. Da will ich nicht. Können wir gar nicht. Ha! Das geht nicht. Lach. Lach, lach. Das ist eine Witznummer. Das haut gar nicht hin. Müssen wir doch hier irgendwo so schwebende Lichtblöcke oder sowas drüber bauen. Okay, dann hat ja der Nether noch ein bisschen was zu tun, indem wir uns einfach nochmal eine Rutsche Glowstone suchen, die wir dann später da hinsetzen. Die Glowstone. So, wir gehen nochmal gucken, was der Onkel Halo so gebaut hat. Und können dann nochmal schauen, wie sich die Welt so ein bisschen verändert hat. Oh, was geht denn da los? Bäume. Bäume hat er gepflanzt. Ja, seine typische Taktik, die Bäume zu pflanzen. Der pflanzt nämlich die Bäume, kann ich auch dazu sagen, wie du hier siehst, alle in einer Reihe. Du kannst jetzt die Höhe der Bäume noch begrenzen, indem du ein Glasdach drüber baust. Dann werden die nicht ganz so extrem hoch. Und wenn du die dann ernten möchtest, brauchst du einfach nur so durchzulaufen. Das ist voll gut. So. Hallo Pferdchen. Alter, Chicken, 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 Chicken. Und Alter, hat der viele Kühe. Wo ist denn die her? Cool. Angelsteg. Gucke, hier ist der. Hört so, sieht da unten den Hebel, wenn du da drauf drückst, dann kommt das hier alles automatisch weg. Ach, guck, der hat auch Glowstone gemacht. Okay. Und bei ihm läuft das Wasser dauerhaft. Aber das dient wohl auch mit der Bewässerung. Guck mal, weil der hat das Wasser nämlich hier komplett rüber gemacht. Der musste also richtig viel Wasser holen, damit er dann
hier das Ding bewässern kann. Und dann wird das durch Mechanismen, dieser Boden wird hochgedrückt. Und dann fließt das Wasser, was ja auch ein Endloswasser ist, fließt dann hier runter. So hat das der Halo gebaut. Und bei mir ist das Ganze so ein bisschen versteckelt. Kann ich euch dann zeigen, sobald das Ding erntefähig ist. Wird hoffentlich nächste, spätestens übernächste Folge sein, wo das dann funktionuckelt. So, er hat gesagt, er hat sich beschwert, dass ich in der vorletzten Folge nicht den Keller gezeigt habe, weil er hat nämlich im Keller irgendwas Besonderes gemacht, hat er gesagt. Ich sehe hier nichts Besonderes. Ach, Verbrennungsanlage, gucke mal. Für den Müll, den du so im Frack mit drin hast, dass du den loswerden kannst. Hier wie die Bruchsteinstufe. Lol, läuft ja gar nicht. Machen wir das anders? Hörst du? Kannst den ganzen Rotz loswerden. Juhu! Dann bist du nämlich gleichzeitig deinen ganzen Quatsch los, den du nicht mehr brauchst. Das finde ich natürlich gut. Nette Idee. Hier sowas zum Beispiel, das braucht auch kein Mensch. Zack, weg. Braucht kein Mensch. Genau. Doch, das finde ich in Ordnung. So, die Ressourcen da unten drin. Aber hier hat sich sonst so noch nicht weiter was getan. Ne? Im Moment, ne, der war vorher auch schon da gewesen. Da sind die beiden Betten und oben ist auch noch nichts Neues weiter. Okay. Tak, tak, tak. Haben die Druckplatten irgendwas zu bedeuten? Ne, nur ein Tisch. Es ist nur ein Tisch. Achso, es ist dunkel, dann können wir eine Runde pofen gehen hier. Damit es wieder hell wird. Gute Nacht. So, hey. Ja, wenn man schnarcht, verschluckt man sich auch mal ganz schnell. Und dann ist natürlich der Ofen aus. So. Ach, was geht denn hier los? Hier. Lol. Was soll mir das schon wieder sagen? Ich bin gerade so ein bisschen hier auf Entdeckungsreise, weil ich einfach gespannt drauf bin, was der liebe Halo hier so alles zaubert. Hier, was ist hier? Hier hat er auch schon wieder abgetragen. Alter Schwede. Dieser Mann, der ist ja echt unglaublich, was der hier alles so abträgt. Vielleicht sollten wir aus dem hier so eine Art Hollywood-Schild machen, nur ohne Haar, so Hollywood oder so. Auch alles plan gemacht. Guck mal, so sieht die Welt aus. Oh, ist das schön. Schön. Alles so neblig und diesig hier, seine Hütte. Lol. Lolsten, Knolsten. Haben wir nicht irgendwas, was wir da oben drauf bauen können? Kommen wir gar nicht hoch. Warum kann man da nicht hoch? Das finde ich doof. Habe ich nichts, was ich da drauf packen kann? Nee, schade auch. Das heißt doch, da baue ich Fackeln drauf. Da baue ich mich jetzt hoch. Und dann kann der Halo nämlich gucken. Und zwar dumm aus der Wäsche. Zack, da eine Fackel. Da eine Fackel. Hui. Jumpmap. Yay. Oh, verkackt. Oh. Ist ja fast so wie beim Gomma auf dem Server. Da verkacke ich es auch andauernd. Oh, keine Fackel mehr. Dann müssen wir uns schnell nochmal welche machen. Geht da mal gar nicht. So. Das nennt man Fackeln-Reihenschaltung. Schön.
da noch und da noch. So. Damit das auch schön hell heißt hier. Da noch, damit das auch jeder sieht. Genau. Denn wenn der Halo nämlich aufwacht heute Nacht und hier mal raufguckt, dann sieht er nämlich die Beleuchtung. Haha, voll gut. Ich hätte vielleicht nach unten irgendwas machen sollen, ne? Weil von unten beleuchten muss man es ja auch. Sonst sieht das nicht gut aus. Guck mal, ist das Hollywood-Zeichen aus La, Amerika La, hat auch von unterwärts noch eine Beleuchtung. Guck mal, das bauen wir jetzt da noch drunter. Oh Mann. So, jetzt haben wir. Fackeln kann man ja nie genug kriegen. Pass auf, dann machen wir das, glaube ich, so. Das finde ich, glaube ich, hübscher. Zack. Da. Nee. So. Das finde ich viel, viel schöner. Dann können wir da nämlich die beiden Dinger auch wegmachen. So, das finde ich viel schöner. Na, schön. Dann können wir das ja auch miteinander noch verbinden. Hier, warte. Zack, zack. Siehst du. Sag mal, eine durchgehende Reihe fackeln. So, läuft. Müssen wir jetzt nur noch mal warten, bis es Nacht wird und dann können wir uns das vielleicht noch mal angucken. Aber ich glaube, das reicht von der Folgenzeit her nicht, denn die haben wir schon wieder erreicht. Oh, schön. Warte, kann ich hier noch mal wegmachen? Und dann kommen wir. Schön. Hier. Cool. So, dann latsche ich jetzt einmal zurück zu meiner Hütte. Dazu brauche ich aber hier noch mal die Anzeigetafel. Dort entsteht Burg Evolution. Hier, ja, da, genau. Wahrscheinlich hat er meine Folge gesehen, wo ich gefragt habe, wo denn? Deswegen hat er hier hingeschrieben, okay. Läuft. So, das war dann auch wieder eine Folge Minecraft mit Onkel Popovichkis. Und wir machen hier wieder eine Folgenpause. Ich hoffe, in der nächsten Folge können wir dann das Feld zum ersten Mal abernten. Dann haben wir nämlich auch genug Möglichkeiten, uns auch Strohballen vor allem herzustellen. Denn mit diesen Strohballen kann man ja zum Beispiel ein Hühnerstalldach fertigen. Damit die Hühners ein wenig es zu Hause haben, sich wohlfühlen und es trocken über den Kopf haben. So, und diese Hütte, das können wir ja erstmal zack, zack und zack Duster machen. Und dann können wir nämlich uns überlegen, was wir hier weiterbauen. Ich gehe einfach mal von aus, ich werde hier einen Anbau machen. So. Ne? Dass hier das Haus weitergebaut wird und dass wir dann da vielleicht so Küchenraum oder sowas, keine Ahnung, oder getragene Schlüpfer, Reinigungsabstellkammer machen oder sowas. Mal sehen. Und dann werden wir uns hier noch so ein bisschen erweitern. Genau. Hier haben wir dann extra Tür. Da kommen dann noch die Türen rein natürlich und dann geht das hier weiter. Doch, irgendwas lassen wir uns da einfallen. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir die Folge gefallen hat, vor allem auch meine nette Maschinerie da hinten, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich habe gerade wieder so ein bisschen dicke Nase. Wenn die Folge nicht gefallen hat, klar, Daumen nach unten. Hinterlass einen Kommentar oder ein Abo, verpasse keine Folge. Danke fürs Zuschauen. Wenn du Bock hast, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Minecraft. Danke, tschüss.